Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Last of Us Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit dem großen 1-Stunden-Special. Also wir werden heute definitiv eine Stunde zocken. Ich habe mega Bock drauf. Und ja, gestern kam die allererste Folge von Resident Evil mit VR-Brille online. Wer das verpasst hat, geht auf jeden Fall auf meinen Kanal und checkt das Video aus. Einfach nur zu krank, auch schon über 20.000 Likes. Das ist einfach ein überragendes Feedback von euch gewesen. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier aufgehört, wo wir mit dem Aufzug hochspringen wollten. Und dann das Ganze irgendwie runtergefallen ist und wir jetzt hier im Wasser sind. Ellie ist ganz oben und wir werden heute schön gemeinsam eine Stunde zocken. Lasst schon mal jetzt einen Daumen nach oben da dafür. Komm, wir machen die 5000 Likes voll. Ich würde sagen, wir starten rein. Dir geht's gut! Genau hier haben wir aufgehört, Leute. Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt! Ja, super. Diese Soundeffekte, die man dabei noch hört, ey. Nein, bleib da oben. Bleib da oben. Ah, kann man hier noch tauchen? Ich komme auch zu dir. Oh, ich hätte so Angst, dass irgend... Ihr kennt mich doch, Freunde. Wisst ihr, was ich für eine Angst jetzt hier hätte? Dass unter Wasser jemand hier ist? Ich würde Panik kriegen. Okay. Wohin jetzt? Und ihr meintet, in der letzten Folge hat der Ellie gepfiffen. Die hat die Summe von Last of Us, Uncharted gepfiffen, meintet ihr? Ich habe mir das nochmal angehört und ich muss sagen, das hat sich nicht wie Uncharted angehört irgendwie. Oder irgendwas hatte ich an den Ohren gehabt. Aber das war für mich nicht die Uncharted-Melodie. Sonst hätte ich das safe direkt erkannt. Aber der Kommentar hatte 160 Likes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Ey, ich hab gedacht, ich höre wieder was, ne? Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Ach, geil. Ah! Oh Gott, Alter. Mann, ey, verdammte Scheiße. Ich dachte, ich habe ein bisschen Pause von Resident Evil. Ey, stellt euch mal vor, Last of Us Ego-Shooter-Spiel mit VR-Brille. Ey, das wäre eine völlig neue Erfahrung. Warum machen die sowas nicht, Digga? Warum? Was soll ich denn hier? Ach so, da geht's rein. Ach, du Scheiße. Meine Ausdauer nicht gut, nicht gut. Ausdauer nix gut. Ausdauer nix gut. Gleich tot, gleich tot, gleich tot. Gleich tot, gleich tot. Boah. Oh mein Gott, Digga. Ey, ich kann mich wirklich gar nicht an diese Stelle erinnern. 0,0%. Da drüben. 0,0%. Zum Glück zocken wir dieses Spiel nochmal. Ich muss irgendwie das Tor umgehen. Und am 19. kommt ja, glaube ich, der zweite Teil raus. Ne? Also nicht am 16. oder 17., wie ich gesagt habe. Sondern am 19. Und jetzt am Donnerstag wird Sony einen Livestream machen. Und die PlayStation 5 ein bisschen vorstellen und so. Darauf werden wir gemeinsam im Stream reagieren und uns das anschauen. Hier liegen erstmal 1000 Sachen. Okay, jetzt ist die Frage, wo wir lang müssen. Also wir sind ja gerade von hier hochgetaucht. Es gibt da hinten noch... Da hinten gibt es keinen Weg. Wir müssen uns mal ein bisschen hier umschauen. Vielleicht tauchen wir einfach mal. So. Okay, geht's hier noch weiter? Oh, da geht's ja noch weiter runter. Was? Heilige Sch... Oh mein Gott! Ey, war da gerade ein Schatten oder war das jemand? Ich schwöre, ich dachte, ich habe gerade jemanden gesehen. Ey, ich krieg langsam Paranoia von Schatten und so in diesem Spiel, ne? Okay, ich muss jetzt schnell hoch. Sonst wäre ich echt tot. Also ich wäre hier schon abgekackt, Leute. Soll ich sagen, warum? Weil ich bin kein guter Schwimmer. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ey, ich muss euch noch eine Story erzählen. Das mache ich vielleicht im Livestream über meinen Daddy. Aber ich glaube ich schon mal erzählt. Mein Vater war ja Wasserball-Profi. Und in der Bundesliga hat er sogar gespielt. Verdammt. Spuren. Und ich kann nicht mal schwimmen, Alter. Oh nein, jetzt sind hier auch noch Giftstoffe. Ja, super. Schon mal lieber die Pumpgun raus. Also gerade wird es langsam echt zu einem Horrorspiel. Oh mein Gott. Oh Mist. Ey, Bruder, gerade ist das ja wirklich fast wie ein Horrorspiel, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, Alter. Ich habe gedacht, ich habe ein bisschen Pause jetzt. Von Resident Evil. Und es geht genauso weiter. Ey, war wirklich ohne Spaß, Leute. Resident Evil mit VR-Brille, das ist kein Spaß. Das ist wirklich kein Spaß. Bruder, wo sind wir denn hier? Habt ihr gesehen, wie die Ratten gerade abgehauen sind von hier? Oh! Mein Gott, ich schwöre auf alles, ich habe da gerade was rennen sehen, ne? Wirklich, ich schwöre auf alles, ich habe da... Was ist das denn hier? Warte, 1, 2 und 3.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein! Ist das ein Klicker gewesen? Nein, oder? Egal, ich schieße einfach drauf. Scheiß drauf. Alter, wie die auf einen zugerannt kommen. Das ist... Oh mein Gott, da kommt jemand. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Bruder, ich schwör's dir. Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh mein Gott, Alter. Okay, das sind keine Klicker. Okay, müsste erstmal... Hört mal genau hin. Lass mich jetzt die Scheiße hier anmachen. Boah. Aber das ist gerade echt wie ein Horrorspiel, ne? Und es werde Licht. Was sind das für Geräusche? Oh mein Gott. Ey, ich hab keinen Bock, mich hier zu bewegen, ne? Oh, Sanji Ramadayada! Oh, Ramadayada! Awata! Von my Fufu, ey! Von my Fufu, ey! Alter, das ist gerade wirklich wie ein Horrorspiel, ne? Wirklich. Wo ist Ellie, Alter? Oh mein Gott, hat er dieses. Oh mein Gott, woher kommt der denn her? Nein! Ich bin tot! Ey, woher kommt der denn her? Ey, was ist das denn? Ey, was ist das für eine Stelle gerade hier? Jetzt muss ich wieder die Scheiße anziehen. Egal, komm, wir machen das nochmal jetzt. Egal. Okay. Diesmal kein Erbarmen mehr hier. Kein Erbarmen. Okay, der Komi a water for my fufue, for my fufue, for my fufue. Der Komi a water for my fufue, for my fufue. Hey! Verpiss dich! Oh mein Gott, neben mir, hinter mir, alles, Bruder! Was ist das denn? Ich muss hier weg! Ich schwör's dir, Nadelbombe! Flammenwerfer! Wirf irgendwas! Ja, Bruder, was ist das für eine Stelle gerade hier? Alter, was machen die für Geräusche? Ey, was ist das für eine Stelle, Freunde? Ich schwör's dir, ich kann nicht mehr, ne? Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt hier weg, Digga. Ich muss jetzt hier weg. Ist mir scheißegal, was ihr alle von mir wollt, aber ich muss jetzt hier weg. Ich will das ja auch irgendwie schaffen, diese Stelle hier. Ich hab kein Leben mehr! Ach, geil. Oh nein, da ist er doch! Oh Scheiße, ich hab die Nadelbombe falsch geworfen. Ey, ich bin doch so ein Noob, Alter. Ich bin so ein Noob, Digga. Ich bin so ein Noob, Digga. Bruder, was soll ich denn hier machen, Alter? Wieso kann ich mich nirgends so verstecken? Ey, das ist aber echt eine sehr schwere Stelle. Muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Aber der kann doch nicht so stark sein. Verpiss dich. Bruder. Habe ich irgendeine Bombe oder so? Nein, ich habe gar nichts mehr. Aber wir haben noch Rauchgranaten und so. Oder der Typ ist 100er Prezi unterwegs. Der schluckt mir aber zu viel. Muss ich ganz ehrlich sagen, der schluckt zu viel. Ich kann auch kein Medikit mehr herstellen. Wir sind am Arsch. Ich bin am Arsch. Ey, Leute, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, Leute. Ohne Witz. Oh mein Gott, der ist so schnell! Der auf einmal zieht der durch. Erstmal die kleinen Viecher. Oder wie sieht das hier aus? Okay, ganz ruhig, Leute. Komm, wir kriegen das jetzt hin. Oha, der ist tot. Ich hab ihn. Oh mein Gott, der war aber nicht so stark wie der eine letzte Mal. Safe war der nicht so stark. Jetzt kann ich wieder das Licht anmachen.
hier, verreck. Haben wir alle? Alter, was eine Stelle. Wir müssen jetzt unbedingt looten. Ich brauche unbedingt jetzt... Oder es liegt daran, weil wir unsere Waffe aufgerüstet haben. Ja, tut mir leid, dass ich in der letzten Folge, ich habe diesen scheiß Werkzeugkasten vergessen, Leute. Ich habe den übersehen, Alter. Dann habe ich mir die Folge nochmal angeguckt und dachte mir, oh mein Gott, wie blind bin ich bitte. Ja, manchmal, wenn ich zu viel quatsche oder auch manchmal ein bisschen zu schnell renne und so, dann übersehe ich Sachen. Tut mir auf jeden Fall leid. Habe ich nicht extra gemacht, Leute. Also nicht, dass ihr denkt, ich tue extra Sachen übersehen oder sowas. Das mache ich auf keinen Fall. Aber wir können natürlich auch nicht alles überall an jeder Ecke mitnehmen. Das ist euch hoffentlich auch bewusst. Wir gucken. Ah, guck mal, hier ist die Nadelbombe. Okay. So, ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, oder? Gibt es hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Wir müssen erstmal einen Weg hier rausfinden, ne? Also das Spiel auf der höchsten Schwierigkeit, das wird diese Stelle hier gerade. Die war echt krass gewesen, muss man schon sagen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich... Ah, guck mal, hier haben wir auch noch ein paar Sachen auf dem Tisch. Perfekt. Ja, nicht schlagen auf dem Tisch. So, haben wir hier noch? Ja, perfekt. Da haben wir auch noch was. Was wir erstmal unbedingt herstellen müssen, ist Leben. Wir brauchen dafür aber ein Lumpen. Ne, Gummi, ein Lumpen. Okay, es wird safe da oben weitergehen. Lass uns mal da jetzt hochgehen. Haben wir wieder Pumpgun-Munition? Ich brauche Pumpgun-Munition, ey, Mann. Nur das Jagdgewehr haben wir leider. Boah. Aber egal, so fängt doch schon mal das 1-Stunden-Special sehr geil an, Freunde, oder? Was sagt er? Ich glaube, den Weg haben wir auch gefunden. Wir müssen jetzt einmal hier rum. Oder wir hätten auch da lang gehen können. Jetzt gibt es einen... Oha. Ah, okay. Jetzt geht's. Boah, ich dachte schon, was war das für ein Geräusch? Auf einmal kommt da wieder dieses Riesenmonster. Ach. Du heilige Scheiße. Ey, könnt ihr euch daran erinnern? Oh mein Gott. Ich habe die Kopfhörer auch noch voll laut, ne? Das ist voll das Feeling gerade. Was liegt denn? Bierflasche, oder was? Na los! Super. Ach, geil. So, da liegt doch irgendwas, Alter. Wollen die mich ver... Ah, die Bierflasche liegt da, stimmt. Es muss es hier irgendwo einen Weg geben, Leute. Den müssen wir gemeinsam erkundschaften. Sieht aber auch alles gleich aus zum Teil, ne? Muss ich ganz... Oh, diese Schatten hier manchmal, ne? Die sind auch sehr, sehr hart. So ein Windgeräusch. Kennt ihr diese Windgeräusche, die sich anhören wie Geister? So... Ey, die wollen einen gerade komplett verarschen, ne? Ich weiß gerade echt nicht, wo es weitergeht, Mann. Wir haben ja den Kasten angeschmissen, den Kasten. Den haben wir angemacht. So. Es kann ja nicht sein, dass es hier keinen Ausweg gibt. Wir müssen irgendwie diese Türe da öffnen können. Hier waren wir... Alter, gibt es ja auch so viele Wege wieder. Aber ich glaube, hier waren wir überall schon. Wir sind einmal hier durchgelaufen. Da gibt es nichts mehr. Okay, sind wir in der oberen Etage. Wir müssen auch mal alles hier in Ruhe anschauen. Vielleicht gibt es irgendwo einen Schlüssel oder was weiß ich irgendwas. Aha. Hotelschlüsselkarte. Ah ja. Guck mal, ich sag gerade noch, vielleicht gibt es irgendwo einen Schlüssel. Und genau in dem Moment finden wir die Hotelschlüsselkarte. Aber meistens, wenn man im Spiel irgendwas aufhebt, passiert irgendwas. Also jetzt kann sein, dass irgendwas kommt. Wirklich. Ich sag euch ohne Witz. Das ist immer so. Man hebt irgendwas auf und dann kommt was. Ich will wieder zu Ellie, Alter. Ellie. Open. FBI, open up. Ellie. Boah, die arme Ellie tut mir, glaube ich, am meisten leid, weil die gerade so alleine dazu. Ist. Ich muss zu Ellie. Ey, das war so ein Feeling, ne, mit Kopfhörern ganz laut zu zocken, Leute. Unglaublich. Ja, gerade ist es zu still. Ich schwöre gerade, ist es zu still. Man hört ja gar nichts mehr gerade. Ah, Pfeil und Bogen, perfekt. Oh, mehrere sogar. Lass uns mal wieder den Pfeil und Bogen ausrüsten. Ihr meintet ja, das ist sehr effektiv. Weil die Gegner uns nicht hören, wir können die Sachen immer wieder aufheben. Verschwenden quasi nichts. Muss der nicht mal langsam einen abseilen? Also seitdem wir zocken, der Typ hat kein einziges Mal gekackt. Ich frage mich, wie das geht. Warum stand da irgendwas mit dem Controller gerade? Jawohl, ich glaube, wir können gleich sogar wieder ein Medikit herstellen, oder? Können wir oder können wir nicht? Ich gucke nochmal nach. Lumpen, ah, wir brauchen den Lumpen. Hör mal, wo ist der Lumpen?
Der komm ja, Ellie. Ellie. Oh, oh. Oha. Na los doch. Oh nein. Erwischt. Oh, die scheiß Taschenlampe aus. Das Dümmste, was ich mache. Gut gemacht. Gebissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Okay. Schwärmt aus und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Verdammt, ich habe was gehört. Das kam von da drüben. Ein bisschen Ablenkung, oder, Leute? Und jetzt holen wir uns den. Hey, hey! Den können wir erwürgen, weil der andere ist ein bisschen weiter weg. Ich glaube, an die Stelle kann ich mich irgendwie ein bisschen dran erinnern. So, wenn ich so manchmal was sehe, dann erinnere ich mich dran zurück. Okay, komm. Ah, wir haben sogar ein bisschen Leben gefunden. Perfekt. Ich glaube, da brauchen wir nicht mal mehr eine Bierflasche, oder? Das war mir so klar. Oh mein Gott, da sind auch noch andere. Scheiße, ich glaube, der hat jetzt gesehen, dass sein Kollege getötet wurde, oder? Ja. Ja, wo guckst du hin, ne? Wo guckst du hin? Hier. So, wieder auf ganz easy. Come on. Ich brauche immer noch einen Lumpen. Immer. Wer braucht noch einen Lumpen von euch? Ja, Leute, macht euch keine Sorgen. Wir kriegen das Spiel safe bis zum 19. durch. Keine Panik auf der Titanic. Für die Leute, die Angst haben, der Rille-Peter macht das schon. Am Ende kommt eh 4-Stunden-Special. Ja, da würden sich alle freuen, glaube ich, oder? 4-Stunden-Special. Naja, das ist jetzt ein bisschen riskant, aber... Oh, shit. Ey, wir können das doch regeln. Nee, der andere sieht gar nichts, Alter. Der sieht gar nichts, der ist einfach blind. Ich glaube, mehr Gegner sind hier auch nicht. Oh, shit. Oh, jetzt wird der böse. Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Boah, mit dem will ich mich nicht anlegen. Hallöchen! Bam! Der kriegt von mir erstmal einen übergezogen, Alter. Scheiße, scheiße, nein! Bitte töte mich nicht, Mann, lass mich gehen! Nein, bitte. Der arme Alter, es tut mir du voll leid. Du miese Drecksau! Oha, okay. Nein, bitte, lass mich gehen! Du miese Drecksau! Ja, alles klar, Bruder, dann lass dich gehen. Du Vollidiot, Alter. Was willst du von mir? Fahrt ein Armleuchter, ey, wirklich. Die Frage ist, wo ist Ellie, Alter? Leiter? Ah, okay, da geht's hoch. Guck mal, müsste ich immer merken, bei Last of Us, wenn es irgendwo weitergeht, ist es irgendwie so mit hellen Farben gekennzeichnet. Immer entweder gelb oder dunkel, hellblau. Ja, alles klar. Immer mit hellen Farben. Ich sag dunkel. Alles klar! Ich weiß auf jeden Fall. Ich hab den Durchblick. Oh, shit. Oh. Das war ein Kick in die Fresse. Oh, oh. Nein, nein, nein. Der trinkt uns. Oh, drück. Mann, Junge, ich bin am Spam. Alter, dieser Schwanz. Komm, greif zur Waffe, Mann. Oha, wer ist das denn? Oha. Oha, Ellie. Mann. Oh, shit. Den habe ich ja vorher erwischt. Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Hat sie recht. Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Sie hat ihm echt das Leben gerettet, muss man einfach so sagen an der Stelle. Weil sonst wäre der vielleicht draufgegangen und wäre ertrunken hier. Von dem anderen. Ertrunken. Aber ich brauche immer noch meinen Humus. Kommt sie nicht mit? Doch. Ey, ich habe euch das so oft schon gesagt, aber man fühlt sich irgendwie immer sicherer, wenn man mit mehreren Personen im Spiel ist. Kennt ihr das?
Schon wieder irgendwelche Geräusche, ey. Das erinnert mich hier so an Uncharted 1 bis 3 hier, diese Struktur, alles, Leute, alles einfach. Wir müssen wieder raus, die Brücke finden. Ich hasse das. Ey, guck mal, jetzt, Bruder, jetzt hast du nochmal die Chance, einen abzuseilen, auch wenn jetzt diesmal Ellie dabei ist, aber lass es raus. Das hätten die, finde ich, auch mal mit einbringen müssen. Guck mal, das wäre noch so richtig geil gewesen, wenn man, also mit auf Toilette gehen, okay, muss man nicht unbedingt, aber man muss doch was zu essen finden und so, damit man sich heilen kann und was weiß ich irgendwie sowas. Keine Ahnung. Da ist es, war der Lumpen. Ey, Leute, das war der Lumpen. Wir haben den Lumpen. Nee, das war, ah, wir brauchen immer noch einen Lumpen. Okay, wir haben einen gefunden, aber wir brauchen mehrere Lumpen. Alles ist verbarrikadiert. Das Spiel macht so Bock. Ich freue mich unnormal auf den zweiten Teil. Das wird so geil. Also Last of Us 2 könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Habt ihr, wie drauf habt ihr Bock? Jeden, ich glaube sogar jeden Tag werde ich das bringen. Nahkampfwaffen verbessert. Ah, okay. Was ist das denn? Knoten, beim Verbinden von zwei starken Gegenständen ist wichtig, Knoten. Ah, okay, okay. Er hat jetzt gelernt, wie man was verbindet und so. Wow, ist das für ein schöner Raum. Sehr, sehr schön, oder? Kannst du mal Selfie machen von mir, Ellie? Das ist der Lumpen! Wir haben ihn! Ich schwöre, das war der Lumpen. Wenn das nicht der Lumpen war, ich leck meine Eier. Jawohl. Wir haben sogar noch einen gefunden. Lumpen. So. Wow, unglaublich. Ja, finde ich genauso. Finde ich auch so. Oh, jetzt. Sehr, sehr schön hier, dieser Raum. Mega nice. Guck mal, was ist hier passiert? Die ganze Welt ist untergegangen. Was für L3? Warum L3? Vielleicht habe ich damit eine Chance. Was hat der vor? Was macht der da? Okay. Als ich dachte... Hilf mir doch mal! Hilf mir doch mal! Kannst du mir das zutraust? Ellie. Schieb! Mach ich ja! Schieb fester! Das schöne Klavier, Mensch. Na also. Ey, lass mal bitte spielen. Gehen wir. Was sind das für Riesentasten? Wisst ihr, was jetzt krass wäre, wenn er jetzt auf einmal die Melodie von Uncharted hier drauf spielen würde? Das würde ich feiern. Das würde ich anders feiern, so. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal ein paar Videos angucken. So Last of Us Verbindungen mit Uncharted oder sowas, ey. Also wirklich unbedingt, wir werden demnächst auch mal wieder Uncharted 4 zocken, definitiv. Also keine Sorge, Leute. Also sobald wieder eine Zeit kommt, wo es keine guten Story-Spiele gibt. Ne, jetzt kommt der Last of Us 2 raus, es kommt Man of Medan 2 raus, was wir mal gezockt haben. Sobald diese Spiele alle vorbei sind, werde ich wieder mit Uncharted 4 anfangen, Digga. Da wird wieder das große Heulen beginnen, Digga. Das ist der geilste Teil. Das geilste Spiel, was ich jemals gespielt habe, Uncharted 4, allein von der Aufmachung, von der Musik her. Ich finde, Uncharted 4 ist besser als Last of Us, oder was sagt ihr? Was ist eure ehrliche Meinung dazu, Freunde? Sagt mal an, Last of Us oder Uncharted? Jetzt bin ich mal gespannt, was die Leute in den Kommentaren hier reinschreiben werden. Okay. Wieder verschiedene Wege. Ey, wie riesig hier alles ist, ne? Oh-oh. Komm her, geh in Deckung. Also gut, ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Oha, auf einmal wird die zum Sniper. Die Waffe ist größer als sie selber. Ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Ja, wenn du Ratten triffst. Luftgewehr. Dann kannst du auch Menschen treffen. Nein, weil das ist das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft. Denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Verdammte Scheiße, Alter! Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Auf einmal trifft sie ihn. Verstanden. Warum ist das so rangezoomt? Okay.
Bruder, komplett lost heute, oder? Was ist und das? Was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Wenigstens hat er es zugegeben. Gern wenigstens. Thumbnail! Das war das perfekte Thumbnail, Leute. Er hätte es. Okay. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Boah, da ist jetzt mal Bock auf eine Nagelbombe, ohne Witz. Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Ah, die war aber nicht so gut geworfen. Ich hätte die besser werfen müssen. Ich hab dich. Oha. Ach, geil. Schade. Oha, ist der draufgegangen von meinem Schuss oder wovon? Ich hab Bock auf das Luftschützengewehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab Bock hier. Ah, was geht denn jetzt ab? Wirf. Ey, ich bin fast tot. Der wirft auf einmal Molotow. Ellie, I need some help. Please help me. Boah, das war der perfekte Headshot. Arschloch. Oh, von rechts. Lade ich auf. So, wir machen jetzt ein bisschen Action, Alter, Leute. Gerade mal ein bisschen ruhiger, jetzt ein bisschen Action. Komm, holt mich doch. Wenn ihr so gut seid, hä? Wo seid ihr? Ich werde euch... Ihr wisst nicht mehr, wo ich bin, ne? Tja, man nennt mich auch Houdini. Ich habe mich in Luft aufgelöst, wie Houdini. Guck jetzt. Ey, Leute, ich weiß sogar noch echt die Stelle, wo ich von Feel Real gesprochen habe, meinem Real-Life-Kanal. Ich werde es euch gleich zeigen, wenn es... Oh nein, 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 nein. Hat er mich gesehen? Oh, verdammt! Ey, Mann, wieso? Wieso hat er den nicht einfach angegriffen, Mann? Du bezahlst! Was willst du denn da hinten? Auf den billigen Plätzen. Brenn, Arschloch, hier! In die Fresse, Junge! In die Fresse! Nur noch einer, glaube ich, ist da. Das sind gar nicht so viele. Oh, da ganz oben ist einer, mein Gott. Ellie hat geholfen. Bam! Was? Stark, Ellie. Ellie schießt ja besser als wir. Sehr gut. Oha. Guck mal, der, wie süß, Alter. Was hat er denn da mit seinem Klempner? Oha, da schießt ja noch jemand auf uns. Wo war der, hä? Oh, da kommen doch noch ein paar. Okay, gut. Guck mal, Ellie hilft voll gut, ne? Stark, Ellie. Ha, von hinten, glaube ich. Digga, wenn man schon die Möglichkeit hat, hinter mir zu stehen, dann so schwach zu schießen, einfach nur ein Headshot und wir sind weg. Oha. Jetzt gibt es eine Schlägerei hier, glaube ich. Nein, das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und Joel regelt gerade hier. Der nimmt gerade alles auseinander. Wichtig. Schnell in die Küche. Mein Name ist Bond. James Bond. Alter, wie viele kommen denn noch hier? Und der hat auch gesessen. Oh oh. Gib mir den Ball! Perfekt, haben wir. Alter, wie viele, ne? Nein, du musst zu lange nachladen, diesem Scheißgewehr. Was ist das für eine Kühlkammer? Wow, shit! Alter, Bruder! Von allen Seiten! Tod, Arsch! Nein, wo. Wie kriegt er mich so schnell? Nein! Nein, nein, nein! Du grad aber echt. Ey! Ganz ruhig! Lumus! Ich brauch wieder Humus! Nein, Lumpen haben wir nicht! Okay, ihr könnt geschafft? Kommen! Ihr könnt kommen? Oh mein Gott, was ein Fehler! Er hat gesagt, ihr könnt kommen, dabei ist ja nur Ellie da. Er hätte sagen müssen, du kannst kommen. Boah, das war aber echt eine geile Stelle. Ellie hat uns richtig gut geholfen. Wirklich, unnormal gut. Ohne Ellie hätten wir es nicht gepackt. Wie war ich?
Sehr gut. Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Das ist nur für den Notfall. Okay. So, okay. die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Okay. So, jetzt darf ich ja nicht wieder einen Werkzeugkasten vergessen. Wir brauchen aber unbedingt Leben, ne? Ich habe eigentlich schon so gut es geht... Okay, alles haben wir noch nicht abgesucht. Danke. Was? Sie hat mir einfach Leben gegeben. Oha, Ehrenfrau. Guck mal, ich schrei nach Leben, sie gibt mir Leben. Geil. Also Ellie ist echt korrekt. So, wechsel mal die Waffe hier. Nehmen wir auch noch Munition. Okay, meine Nadelbombe war vorhin richtig schwach gewesen. Die war echt mega, mega schwach. Ein paar Bierflaschen hier oder was? Ja, sonst liegt hier fast gar nichts rum. Können vielleicht ein bisschen unsere Waffen noch... Oh, sieht aus wie Champions League Pokal. Sie sind die Besten. Da Champion. Okay, reicht jetzt. So, wir machen weiter, Freunde. Genau, was wollte ich euch noch sagen? Ja, hier irgendwann gleich kommt die Stelle, wo ich vor 5 Jahren darüber geredet habe, dass ich viel Real aufmachen will. Mein Real-Life-Kanal, der nie gekommen ist. Ja, wer hätte denn Bock drauf, Leute, Alter? Aber ich habe schon echt zurzeit echt viel zu tun, ne? Ich bin ja jeden Tag am Streamen fast. Videos auf viel FIFA immer machen. Bah, was wurde denn hier gegrillt, Digga? Ekelhaft, einfach Ratten. Das ist echt ekelhaft. Deshalb, ja... Muss doch mal gucken. Ich will auch nicht zu viel machen, ne? Ich will auch nicht zu viel machen. Jetzt mach dein Ding, okay. Wir haben jetzt gerade die Hälfte ungefähr vom 1-Stunden-Special erreicht. Die Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Okay. Lass uns immer schön umgucken. Ah, da liegen auch noch ein paar Sachen. Ah, da haben wir unseren Lumpen gefunden. Ich weiß doch ganz genau, wie der Lumpen jetzt aussieht, Freunde. So, damit wir wieder ein bisschen Leben haben. So, ganz wichtig, Waffen nachladen. Okay, sind, glaube ich, nachgeladen. So. Jetzt müssen wir das Ding hier, glaube ich, wieder jetzt rausziehen. Jetzt hilf mir doch mal hoch. Hilf mir mal damit. Oh, auf einmal Ellie, wie stark die geworden ist. Hält, kann die das länger hochhalten als Joel? Aha, guck mal, was wir da wieder haben. Okay, haben wir noch hier einen Werkzeugkasten? Ne, der Kasten ist diesmal nicht da, den ich übersehen kann. Das ist ein guter Platz. Wir müssen unbedingt die Pumpgun, finde ich, verbessern, Alter. Die Pumpgun, das ist ganz wichtig. Schussfolge, Jagdgewehr oder das Jagdgewehr. Pumpgun, Schussfolge, Rückstoß. Wir haben 170, Alter, krass. Nachladetempo mit Pumpgun. Das ist so die krasseste Waffe, finde ich. So, die Magazinkapazität und den Rückstoß. Und der spiele ich eigentlich am meisten, Leute. Ja, hier im Bogen können wir auch die Reichweite können wir machen. Und wir können die Zielgeschwindigkeit verbessern. So, können wir die letzten 30 hierfür nochmal enden. Dann haben wir 0 Punkte. Ja, wir sind leider erst ist gut. Level 2 von 5. Aber wir brauchen unbedingt Pumpgun-Munition. Wir haben gar keine leider, ne? Boah, die Pumpgun ist echt krass, Mann. Der macht's irgendwie... Scheiße, runter, oh. Runter. Alter, es waren nur Zivilisten, Mann. Nichts. Oh nein. Alter, wie rücksichtslos. Da ist ziemlich viel los, weißt du? Das sollte. Fressen und gefressen werden, lautet das Motto. Das ist paar Schuhe. Wir haben nichts. Gehen wir. Einfach umgebracht, ne? Eigentlich müsste Joel jetzt aufstehen und die beide platt machen dafür, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach umgebracht. Einfach ermordet. Hart, ne? Die haben nicht mal irgendwas gemacht. Die hätten nichts tun können. Doch. Ich weiß. Ja, eigentlich nicht. Aber... Oh Mann. Egal, die werden dafür noch ihr Fett wegkriegen. Okay. So, weiter geht's.
Das ist so ein krankes Game, Last of Us, ne, wirklich. Also, man ist so in diesem Game drin, ne? Es hat so viele verschiedene Facetten. Von Horror bis Action. Ja, wenig gut haben Sie. Ich dachte, Sie hätten es aus der Stadt geschafft. Hä? Die Schock muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen? Du bist der Link. Aber wieso? Hat den Joel einfach nicht gegriffen? Achtung! Alter! Gib mir deine Rohrzange, hier. Boah, das... Hat er dem einen durchgezogen, ey. Okay. Aber lieber habe ich diese Gegner als diese Zombies, Alter. Weil diese Zombies, Alter, die machen... Diese ganzen Geräusche, Alter. Gib mir so auf den Sack. Okay, ich glaube, hier können wir runter. Oha, ich will hier einfach leben, nur weil ich hier runtergesprungen... Wetten, hier ist irgendwas? Schade, ich dachte, hier wäre was zum Looten, ey. So auf Undercover von hinten im Truck oder so. Dawn... Was ist das denn für ein Spiel? Dawn of the Wolf? Okay, bald im Kino, Leute. Dawn of the Wolf. Ich finde, in solchen Spielen, man könnte so viel Werbung machen. So zum Beispiel, wenn ein Kinofilm rauskommt oder so. Einfach mal jetzt hier überall so Plakate hinhängen. Das wäre so indirekte Werbung, ne? Würde ich voll feiern. Was ist mit der Market Street? Ja, da fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie aufscheuchen. Ich hoffe, dass sie Was war das denn? Oh mein Gott, nein, ich bin in irgendeine Falle gelaufen. Nein, das ist mein Ende, das ist mein Ende. 3, 2, 1. Oh mein Gott, hab ich ein Glück gehabt. Digga, wie viel schluckt der denn, Mann? Oh, scheiße. Oha, wir haben gerade richtig Glück gehabt. Unnormal Glück. Guck mal in diesem Modus hier nach. Du wirst brennen, Arschloch! Ja, du wirst brennen, du Schwanz! Pass auf! Oha! Stark, Ellie! Nein! Ah, Ellie hat den einfach umgebracht! Krass, Alter! Ey, Ellie ist richtig heftig, ne? Ich bin mal gespannt, wie die im zweiten Teil sein wird. Boah, die Musik erinnert aber auch ein bisschen an Days Gone, Alter. Von wo kommen die Schüsse? Ich konnte es jetzt gerade nicht sehen, ne. Und? Ach, da hinten, okay, ja. So, einen haben wir. Der andere wird jetzt einen Headshot kriegen, okay? Mit Ansage, einen Headshot. Was? Ja, die haben alle ihre Helme da auf, ey. Helmut! Helmut! Die Waffe macht halt leider kaum Schaden, ey. Die müssen wir eigentlich auch ein bisschen leveln. Ich hoffe, das hat gereicht, bitte. Okay, wenn nicht, dann müssen wir jetzt die Pistole holen. Sollte es gewesen sein, oder? Ja. Ich glaube, wir haben alle. Oder nee. Irgendwo ist noch jemand. Mob-Angriff. Mob-Angriff. Ich sah gerade, wie ein Mob-Kapitän Mastros und den Rest des Turps in Benzin übergossen, bei lebendigem Leib verbrannte. Die Tiere feierten das sogar. Ein alter Sack hat sich beschwert, das sei Benzinverschwendung. Es waren einfach zu viele. Ich konnte nur fliehen, aber ich erinnere mich an alle Gesichter. Ich könnte jeden einzelnen jagen und zur Strecke bringen. Hier ist noch irgendwo jemand. 100%. Nur ich hab keinen Lumpen mehr, ne? Na, immer dieser scheiß Lumpen, Alter. Oh, da hinten, ne? Habt ihr gesehen? Ey, Ellie, hast du vielleicht noch ein bisschen Leben für mich? Das wäre ganz lieb. Okay. Hier ist keiner. Ah, da war doch der Lumpen, oder? Jawohl, der Lumpen. Alle mal Hashtag Lumpen. Was? Es reicht immer noch nicht. Ich brauche noch einen Lumpen. Wo zur Hölle steckst du? Ist der jetzt so dumm und rennt da rein? Oh jawohl. Mann. Ertragen und überleben. Pumpgun-Munition, perfekt. Ach ja, und diese Comic-Geschichte.
Boah, endlich wieder ein bisschen Ruhe reingekehrt und nicht mehr diese Musik, ey. X-Free. So, wir können uns hier mal ein bisschen umgucken, Leute, weil wir brauchen jetzt langsam echt ein paar Lumpen. Sonst hat es sich ausgelumpt für uns. Da geht's nicht rein, aber da geht's rein. Hier muss doch safe irgendwo was liegen noch, ey. Wir sind jetzt bei 40 Minuten. Alter, das kommt mir vor wie 10 Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Zeit vergeht so langsam bei diesem Game. So schnell, mein. Was für langsam. Guck mal, ich laber manchmal so eine Scheiße. Truck-Notiz. Wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was davon übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzern fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich da noch jemand mit uns anlegt. Ach du Scheiße. Also das war vielleicht das Ding, womit die gerade diese eine Frau und den Typen getötet haben. Wir haben allerdings ein bisschen Leben gefunden. Ich glaube, das war dieses Ding. Humus! Ich brauche Humbug! War das das? Bitte. Ja, wir hatten Lumpen gefunden. Lumba. Was sollen sie denn da hier? Aber ich werde den noch nicht verwenden. Jawohl, Digga. Diese Türen liebe ich doch, die man mit dem Messer auf. Ich warte nur darauf, dass einmal hier so ein Zombie auf einmal rauskommt. Jawohl, Digga. Hier ist unendlich viel drin. Jawohl, jawohl. So liebe ich das doch, diese Räume. So, stellen wir mal kurz was her. So, verbessern wir die Nahkampfwaffe. Das meintet ihr auch, soll wichtig sein. So, und dann können wir die Sachen hier auch noch mitnehmen. Dann stellen die nicht, stehen die nicht so einfach dumm rum. Perfekt, wir laden unsere Pumpgun auf. Optimal! So läuft das doch. Easy going. Müssen wir irgendwie an die Leiter kommen, ne? Der muss jetzt den Michael hier, Jordan komm machen. Komm her, Ellie. Okay. Komm schon. Na bitte. Jawohl, Uwe. Warum lässt er sie vorgehen? Das war nicht so schlau, aber stell mal vor, da oben ist jetzt irgendwas. Irgendein Schabernack ist da oben. Schabernack. Ja, vielleicht machen wir jetzt alle zwei Tage wirklich eine 1-Stunden-Folge. Ist die Brücke erfasst? Ich glaube, die Stelle war noch nicht, wo ich von viel Real gesprochen habe, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch an diese Stelle. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Quarantäne. Ja, wie bei Corona. Quarantänezone. Guck mal, wieder Kinowerbung. Stell dir vor, jetzt wird da einfach so ein Kinofilm-Werbung gemacht für, keine Ahnung, Mission Impossible 6 oder keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Stell mal vor. Da ist noch eins. Was ist noch eins? Ach so. Die Poster sind überall. Scheint ein krasser Kinofilm zu sein. Kann ich dir nur empfehlen, Ellie. Aber bist noch zu klein für. Okay, da scheint es weiter zu gehen. Gehen wir durch die Gasse. Oh oh. Ich hör was. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Oh oh. Nicht gut. 25, Mann. Schwachsinn. Ich würde sagen, wir gehen aber hier rüber rein. 24, hab eine kaputt. Militärspind im Hotel, von damals. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles geteilt. Eigentlich müssten die nur zum Truck rennen und den Truck überfallen, einfach klauen. Bist du. Ich denke drüber nach. Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Oh, hey, Kumpel! Mach jetzt keinen Scheiß! Nimm den weiter hier hin. Oha! Ja, wir haben dich hier nicht gesehen, Alter! 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 Oh mein Gott! Oh oh, okay. Mit dem Wagen ist nicht zu spaßen. Okay. Egal, ich habe meine Pumpgun, Freunde, deshalb alles easy. Die Pumpgun regelt schon, glaubt mir, Freunde. Naja, du hast auch eine. Guck mal, jetzt wäre sie schneller, hä? Wo ist der hin? Hä? Der ist Houdini?
Puh. Oben! Hä, wo? Ach, hä? Warte mal, die lösen sich alle Luft auf! Zwei von denen laufen hier noch safe rum. Ich weiß gerade echt nicht wo. Aha, da hinten haben wir einen. Alter Schwede. Ja, komm, zeig, wie tot ich bin, hä? Zeig's mir. Krieg ich mal eine Flasche Bier auf den Kopf, oder? Okay, ja, ich weiß schon, wir müssen das Ganze umgehen. Ja, schieß doch, Digga. Schieß doch, solange du willst. Bringt dir eh nichts, ich werde jetzt einfach rüberkommen. Eigentlich müsste hier einer noch sein. Dieser Hund, Alter. Müssen wir einfach nur abhauen von dem? Das ist die Frage aller Fragen, Freunde. Oh oh. Immer zwei Schüsse und dann einmal. Headshot! Alter, dieses scheiß Ding verfolgt uns wirklich. Wir müssen hier hoch. Nehmen wir lieber die Pumpgun. Falls gleich wirklich jemand vor uns steht. Die können aber nicht in allen Häusern sein, ich bitte dich, Alter. Das geht nicht. Boah, erstmal hier eine dicke Cola, ey. Auf Entspannung. Ne, hier liegt nix. Ja, heute die Folge ist mit einer der geilsten, würde ich sogar sagen. Wir haben perfekt das 1-Stunden-Special hier für die Folge gemacht. Oder was sagt ihr, Freunde? Das macht unnormal Bock gerade. Unnormal. Ich habe richtig viel Spaß gerade. Ich hoffe, das merkt ihr. Boah, wir haben hier ein Brett. Hör mal, Brett Pitt. Okay. So. Rein da, Uwe. Hier könnte man noch schlafen. Die Wohnung sieht gar nicht so herabgekommen aus. Außer die Toilette sieht echt Katastrophe aus. Aber sonst nicht schlecht, die Wohnung, oder? Kann man mit arbeiten. Ich glaube, jetzt kommt sogar eine Stelle. Ich will jetzt nicht spoilern. Jetzt kommt auf einmal das Auto um die Ecke oder sowas, oder? Der Rille-Peter weiß es doch noch. Okay. Sie sehen uns nicht. Das ist aber dieser Wagen, von dem es in dieser Notiz da zu reden war. Oh! Oha! Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Der Stimme von Anakin Skywalker, oder? Von Star Wars? Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter.
Ohren schlägst du, Hudson. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Der sieht aus wie Remy, Alter, von FIFA. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Ludovic Remy. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid. Kann man nicht. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Da haben sich zwei gefunden. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Der hat voll die erwachsene Stimme für sein Alter. Das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Da sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Ah, okay, Molotow verbessert. Guck mal hier, was wir einfach finden, wenn wir nicht den Weg wie die anderen gehen, sondern einfach mal unseren Weg lang gehen. Was ist das für ein Fernseher, Digga? Das ist doch kein 16:9, sieht aus wie 21:9. Was ist das für ein Format? Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Nimm dir lieber die andere Waffe, die ist echt besser. Müssen die halt nur nachladen. Okay. Jetzt sind wir zu viert unterwegs. Das ist noch entspannter. Man merkt das auch richtig so. Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Oh, shit. Das ist der Ehre. Na bitte. Gut. Aber überall sind die gleichen Küchen irgendwie drin, ne? Sag mal ehrlich. Ja, alles mitnehmen, was wir können. Wir sind Plünderer. Plünderer Pro. Zack, zack, alles mitnehmen. Digga, was ist denn das für komische... Ist das ein Fernseher oder was ist das, Digga? Das ist aus wie ein Kasten. Was ist das denn für ein Ding? Okay, unser Ding ist voll. Würde ich sagen, benutzen wir erstmal ein bisschen hier. Machen wir mal... Ah, Lumpen. Ne, warte mal, wir machen uns nochmal hier ein Messer. Wir haben keine Messer mehr. Können wir mal hier die Waffe wieder verbessern. Und dann können wir das Messer hier mitnehmen. Perfekt. Haben wir hier noch was? Ja. Boah, liegt der überall richtig viel gerade rum, ne? Da ist auch wieder irgendwas voll. Sprengstoff ist voll. Okay, komm, dann machen wir das hier. Oder was, können wir das? Ne, ja, komm, machen wir noch einen Molotow-Cocktail, komm. Von allem etwas. So, und ich glaube, hier können wir ja auch aufrüsten. Eine maximale Gesundheit, Lauschmodus. Heiltempo, komm, das ist wichtig. Und Schwanken der Waffe. Reduzieren wir mal. Perfekt. So, haben wir schon mal ein paar Sachen verbessert. Ob die Möse. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Oh, ich lese das später. Okay. Okay. War hier nicht irgendjemand von... Ich glaube, damals hat nicht jemand irgendwas hier wegen Uncharted gesagt oder so? Das sieht aus wie Transporter. Lass mal gucken. Carmack. Das sieht aus wie God of War. Future Tank. War nicht hier irgendwas wegen... Ah, guck mal hier, geil. Mauspad von Naughty Dog. War nicht hier irgendwas wegen Uncharted? Ich glaube, ich erinnere mich. Irgendjemand meinte das, glaube ich, mal an dieser Stelle. Oder vielleicht sogar in diesen Comics. Moment. Können das ja mal umdrehen. Ne. Hier vielleicht? Ne. Warte mal, mach das mal auf. Der soll das mal aufmachen. So, jetzt vorherige Seite. Ne. Ne, macht keinen Sinn. Egal, scheiß drauf. Aber ich meine, hier irgendwo war mal ein Uncharted-Hinweis, oder? Keine Ahnung. Kann auch nur eine Vermutung sein von mir, ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt mal weiter. Boah, wir haben schon gleich die eine Stunde durch, Alter. Das geht ja so schnell. Das ist echt krank, wie schnell das hier geht. Ohne Witz, Leute, das ist unnormal schnell. Halt, halt! Sei oh nein. Leise. Weg von den Fenstern! Jetzt
Dieses Ding ist auch überall, ne? Dieses scheiß Fahrzeug. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Gar nichts. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Schön als Spielzeugladen. Ich glaube, Ellie feiert auch ein paar Sachen, oder? Wie weit ist es noch? Nicht weit. Wir können uns ja mal vielleicht nach dem Let's Play ein Video angucken von diesen ganzen Uncharted-Hinweisen bei Last of Us. Kann ja sein, dass da was war. Ich meine sogar, da war echt was. Oh oh. Shit. Was gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Da oben war wohl jemand, aber sie sind weg. Sam, wo sind die anderen? Hier. Sie wollten noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben wollen sie. Ich schaue hier. Ich gehe hier lang. Such hier drüben. Ach du Scheiße! Immer mit der Ruhe, Mann. Alles cool. So, ganz easy. Ganz easy war das doch, Freunde. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Jetzt geht's safe hier oben drauf, ne? Aber wir gucken nochmal hier. Vielleicht schauen wir noch irgendwas hier. Zum Looten. Er ist der größte Newton. Er kennt noch Newton, diese Serie von damals. Die war auch richtig krank gewesen. So. Oh oh. Gib mir Deckung, ich geh vor! Oh Mist. Boah, Ellie, Alter, was geht bei der ab? Die nimmt die einfach alle auseinander. Aber wie viele sind denn von denen? Ich hab nen Schlüssel, Mann. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ja, wie oft noch? Du hast einen Schlüssel, Mann. Ich hab einen umgelegt. Ah, ich hab einen Schlüssel, Mann. Und gleich wieder. Ah, ich hab einen Schlüssel, Mann. Bruder Joel, wenn du kacken musst, dann mach's doch jetzt einfach, bitte. Boah, sogar mit dicken Bildschirmen und so. Wie alt bist du? Ich? 14. Er will sich klären, guck jetzt. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Konferenzraum. Der Sam, der will sich doch die Ellie klären. Prozessnotiz. Gucken uns die mal an. Es gab einen öffentlichen Prozess, nachdem ein paar Teenager aus unserer Gruppe diese Familie getötet haben, die in unserer Stadt gekommen war. Ich war mir sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meinte der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe beschafft. Ich konnte gar nicht fassen, was ich da hörte. Und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollten und andere Überlebende in dem Gebiet zu jagen und ihre Vorräte zum Camp zu bringen. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als zwei Mitglieder der Gruppe fingen an zu schreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Sie meinten, er hätte kein Recht, so etwas von uns zu verlangen. Dass dies nicht das sei, wofür wir kämpfen. Ich wagte nicht, mich zu rühren, als die einzigen, die Moral bewiesen, vor unseren Augen getötet wurden. Krank, Alter. Okay, haben wir hier noch was? Wir sind da. Stell dir vor, einfach irgendwo wäre jetzt so ein Foto von Nathan Drake, Alter. Das wird mir schon reichen. Das wird mir schon einfach reichen, ey. Vielleicht machen die ja was. So ein Hinweis auf Uncharted 5 in Last of Us 2. Stell mal vor, ey. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht
sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Halt, halt, halt. Ich hab noch eine. Wow. Echt ganz gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Nein, der war da nie. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Und ja, Freunde, genau da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat das 1-Stunden-Special gefallen. Wenn ja, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Mir hat es auf jeden Fall übelst Bock gemacht. Ging auch sehr, sehr schnell vorüber die Zeit. Wir sind jetzt bestimmt ungefähr bei 50-60% des Spiels, würde ich jetzt einfach mal so sagen, Leute. Und deshalb kommt die kommenden Tage natürlich weiterer Stuff von Last of Us. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. Checkt die Resident Evil-Folge aus, die gestern online kam. Und natürlich auch meinen Twitch-Kanal, mein Instagram in der Beschreibung. Ich verabschiede mich. Haut rein und ciao.